Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind im dritten Part und wir haben im letzten Part Liara gefunden. Cerberus wollte sie einfangen und wir haben das verhindert. Und deswegen werden wir jetzt mal durch diese Tür gehen und schauen, was passiert. Holen wir sie uns. Wer zum Teufel sind wir? Kurz mal über Seite gehen. So. Reload. So. Ja. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Alles klar. Also man kann immer sehr gut hier agieren. Es wird dann immer mal angezeigt, was man machen kann. Den haben wir gerade rübergezogen, halt, indem wir F drücken und angreifen. Oh, du bist ziemlich tot. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. So, gucken wir uns natürlich nochmal um. Wenn man Medigel findet, oder das, ja, das Arsenal davon voll ist, wird es in Erfahrungspunkte umgewandelt. Wir gucken uns mal die Waffe an. Ja, weniger Gewicht macht zwar weniger Schaden, ja, aber naja, gut. Ach ne, da oben war das. Sorry, mein Fehler. Ja, wir könnten jetzt auch das Mantas nehmen. Ja, haben wir zum Beispiel noch ein Sturmgewehr. So. Naja, genau, da war das. Das war gleich. Die Feuergeschwindigkeit ist hoch, der Schaden ist nicht so besonders, Präzision nicht besonders. Da ist das ja schon besser. Wir nehmen es trotzdem, einfach nur aus dem Grunde, dass wir dadurch einmal mehr schießen können. Und hier haben wir Ariake Technologiehandschuhe. Oder Ariad. Gucken wir mal, ob alles reloaded ist. Jo. So. Dann gehen wir mal weiter. Aber wenn hier irgendwo was ist, es blinkt und glitzert immer so ein bisschen. Aber trotzdem sollte man immer mal in die Ecken gucken oder so. Weil es kann immer mal irgendwo irgendwas liegen. Der Sturm kommt näher. Gibt es irgendwie eine Konsole oder so? Ah ne, hier kann man klettern. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Genau. Ja, gut. Dann laufen wir mal, dass es da vorankommt. Hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab den Kontakt zur Normandy verloren. Ist Ihre Position? Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Verdammt! Der Sturm wird in Kürze hier sein. Ich glaube, diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so
Kontrolle deaktivieren. So, hier liegen schon wieder tote Leichen rum. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin war. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. So, schauen wir uns mal um. Hier ist nichts. Von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren. Die nächste Woche nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde. Die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Okay. Sollte man immer mal lesen, diese Dinger. Wer weiß, wozu es gut ist. So, hier ist wirklich nichts. Finde ich auch geil. Geht da jemand vorbei? Spart auf jeden Fall gut laufig. So, wir gucken uns mal diesen Raum. Ah, geht's noch nicht. Wir müssen durch das zerbrochene Fensterglas gehen. Also durch die Scheibe. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo was sein könnte. Kannten Sie welche von diesen Leuten, Liara? Ich habe ein paar schon gesehen, aber kennen wäre zu viel gesagt. Als einzige Asari hier wurde ich möglicherweise mit etwas Misstrauen behandelt. Ich habe den Großteil meiner Forschungsarbeit alleine erledigt. Ich habe übersetzt. Ich weiß immer noch nicht, was Sie entdeckt haben. Indizien, Hinweise. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. In dieser Zeit suchten die wenigen überlebenden Proteaner verzweifelt nach einer Methode. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Ja, haben wir also ein Zielfernrohr gefunden für den Maschinenpistole. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wie Cerberus rein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das wäre natürlich Vorbild. Vergessen Sie es, gehen wir, ist ein bisschen abtrünnig. Wir nehmen aber erstmal ein bisschen das Positive. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich erinnere mich an meine Lieben oder keine Wahl. Das war das Erste. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich an meine Freunde, meine Lieben. Was ich verlieren würde, wenn ich versage. Ich auch. Wir werden sie aufhalten, Liara. Gemeinsam. Ich glaube Ihnen. Oder besser, ich glaube, dass Sie es glauben. Vielleicht reicht das ja. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's.
Okay. 4 Verhobelspunkte bekommen. Hier irgendwas geleuchtet. Ja, hier kann man Granaten so schön nachfüllen. Hier kann man sich Erfahrungspunkte abholen. Wie war das eigentlich nochmal? Ich muss ja ganz kurz was schauen. Ziehen. Schockwelle, biotischer Brandmunition. Ah, mit der 1 war erste Hilfe. Ja, gut. Wenn ich mal wieder in Bordeaux bin, dass ich nicht wieder wie so ein Irrer durch die Gegend laufe. Nun gut. Alter 5 ist unser Freund. Ja, hier kann man mal sich jetzt umequippen. Das war ihm. Ihr seht, ich habe auch nur noch einen Bubble vom HP. So, da haben wir ein Waffen-Upgrade erhalten. MP Ultra leichte Materialien. So. Uiuiui. Ja, mitten im Kampf, auch geil. Pfizer Heikel Tikele an Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß, zwei extreme Spezialisten in derselben Woche ist ziemlich verrückt, aber Hudson, ich habe von dieser Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteana veröffentlicht. Über diese Dr. Eber weiß ich nichts. Aber Liara Tissoni, die ist echt. Ich lege einige ihrer Arbeiten über proteanische Kultur bei. Lesen Sie sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Oder? Kann ich mal lesen. Ich kann es kaum erwarten, bis sie offiziell vorgestellt wird. Wirklich sehr aufregend, Fraser. So. So. Hier wird nicht rumgeschossen. Das war's. Oder? Auf jeden Fall wird hier geschossen. Hier ist doch keiner mehr. Hallo? Oh, doch. Dann lass doch kommen. Medikit geschluckt. Lass mich im Ruhe, ich hab nur was im Rucksack. Ja, manchmal ist dieses Randstürmen auch nicht so berauschend. Was macht sie da drin? So. Und los. So. Hä? So, wir müssen ja mal loslegen. Genau hier war das. Hier nehmen wir nochmal das mit. Okay. Dieses Mal schauen wir es euch an. So. So. Noch.
Die Dinger kann man aber nicht so leicht töten. Und flieh! So. Jetzt gucken wir uns den Raum hier nochmal an. Hier ist nichts. Hier vielleicht noch irgendwas. Nee. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht. So. Weg mit dir. So. Dann machen wir erstmal Reload. So. Okay. Ich hab's ja ein bisschen vorgeholt. Was aber wieder nicht passiert. Ah, da kommen sie doch. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Energie. Jo. Flieg. Okay, dann soll die das ein bisschen machen. Okay. Reload. Geht nicht, ich habe noch einen einzigen Schuss. Ich sehe gar nichts. Ist ja wohl Munition. Ich brauche mal Munition, Leute. Dann gibt es einen Waffenwechsel. Wo sagt ihr, das war's? Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Na gut. Dann geht's weiter. Ja, die ist verschlossen. Müssen wir mal gucken, dass wir ja irgendwo durchkommen. Wer ist denn hier mit? Na. So, die ist deaktiviert. Jetzt können wir ja auch durch. Ein Waffen-Upgrade bekommen. Ja gut, wer das lesen möchte, das ist nicht wirklich interessant, dann drückt einfach mal Pause. Was passiert, wenn ich dagegen laufe? Was haben Sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Na, Waffen-Upgrade, Präzisionsgewehr, Ladevorrichtung. Ich fast übersehen. Aber hier gibt es echt nirgendwo Munition. Das ärgert mich so ein bisschen. Was passiert, wenn ich den hier bediene? War das eigentlich egal. Nee, da kommen wir da nicht durch, das ist ja albern. Dann war es eben doch schon richtig. Geht das so?
Nee, da kommen wir da nicht durch. Ich hätte das nur so lassen sollen. Verdammte Hacke. So. Okay. Das soll es aber auch erstmal von diesem Part gewesen sein. Wundert euch nicht, dass ich eben so ein bisschen hin und her am Switchen war. Ich wollte einen richtigen Speicherstand finden, aber den habe ich jetzt ja gefunden. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Habt noch einen tollen Tag und haut rein, Leute!